Go-Spezial. Der Toyota sagt mein Hybrid und umgekehrt. Seit 1997 werden Autos aus der gleichnamigen Stadt teilelektrisch angetrieben. War die Hybridtechnologie zu Beginn noch eher ein Randthema, hat sich die Teilelektrifizierung zur perfekten Antriebsart für tatsächlich alle Lebenslagen entwickelt. Jeder kann heute Hybrid fahren und damit seinen kleinen Beitrag für die Umwelt leisten. Das Gute ist, er braucht dafür keine Ladesäule. Darüber hinaus funktioniert Hybrid sowohl in der Stadt als auch auf Land sehr gut. Darum bietet Toyota den zukunftsträchtigen Antrieb auch in so gut wie allen Fahrzeugklassen an. Den Stadtflitzer im japanischen Modellportfolio markiert dabei der neue Yaris. Der Yaris ist jetzt in der zweiten Generation mit einem Hybridantrieb ausgestattet, nachdem das Vorgängermodell das erste Fahrzeug überhaupt im B-Segment, im Kleinwagensegment mit Hybrid war. Bis zu 60% der Strecke können elektrisch zurückgelegt werden. 60% behauptet Toyota also. Bei einer Probe aufs Exempel haben wir allerdings ganze 83% zusammengebracht. Beobachten kann das jeder Toyota-Besitzer via App. Verbraucht haben wir nur rund 3,5 Liter auf 100 Kilometer. Also ich muss sagen, ich finde es genial. Ich kann großteils in der Stadt elektrisch fahren und ich muss mich überhaupt nicht um irgendeine Ladesäule kümmern. Und ich muss sagen, ich liebe Rot, ich liebe die Farbe und er gefällt mir einfach gut. Das fesche Design ist ein subjektiver Grund. Die Unabhängigkeit von Ladeinfrastruktur ein objektiver Grund, sich für einen Toyota Hybrid zu entscheiden. Ein weiterer könnte der Ressourcenverbrauch der Batterieherstellung sein. Aus der Batterie eines vollelektrischen Fahrzeugs können wir bis zu 80 Yaris-Batterien machen. Und gleichzeitig wissen wir, dass ein Yaris locker über die Hälfte der Strecke elektrisch fährt. Das heißt, daraus können wir die Leistung für die Umwelt wie bei 40 vollelektrischen Fahrzeugen erzeugen. Eine Klasse über dem Yaris ist der geräumige Toyota Corolla Kombi unterwegs. Und das sogar ganz schön sportlich. Mit der athletisch gezeichneten Karosserie, den kraftvollen und trotzdem sehr sparsamen Hybridantrieben und dem hervorragenden Platzangebot mausert er sich zum Alleskönner im Toyota-Portfolio. Das Spannende beim Corolla sind aber auch seine unterschiedlichen Hybridantriebe. Schlägt das Pendel eher Richtung Ökologie, nimmt man den 1,8 Liter Motor. Ist man eher performanceorientiert, nimmt man den 2 Liter. Sparsam sind sie beide. Wir haben mit der starken 184 PS Motorkombination rund 4,5 Liter verbraucht. Vor allem in Zeiten wie diesen ist es ganz wichtig, dass das Auto wenig verbraucht. Trotzdem ist uns auch sehr wichtig, dass das Auto dynamisch und gut fährt. Eine Etage höher, inmitten des von ihm begründeten SUV-Segments, fährt der Toyota RAV4 um die Gunst von Familien. Für Familien ist ein großer Kofferraum wichtig, hat der RAV. Für Familien ist auch wichtig, einen großen Fahrzeuginnenraum zu haben. Auch das hat der RAV. Zusätzlich liefert er über einen Allradantrieb noch weitere Sicherheit, was Familien typischerweise sehr, sehr wichtig ist. Und das Gute in Summe, das Ganze auch ohne Reue, da er ganz niedrige Spritverbräuche hat. Mit einem Verbrauch von rund 5,5 Litern ist er tatsächlich außerordentlich sparsam. Kein Wunder, auch er fährt den Großteil der Strecke rein elektrisch. Für RAV4-Interessenten mit einem erhöhten Leistungsbedarf und Zugang zu einer Ladestation bietet sich ab der zweiten Jahreshälfte 2021 der Plug-in-Hybrid mit 306 PS und einer rein elektrischen Reichweite von 75 Kilometern an. Erwähnenswert ist auch, dass der RAV4 nicht auf seine Wurzeln als Geländewagen vergessen hat. Während der Allradantrieb also Ausflüge ins leichte Gelände ermöglicht, ermöglicht der große Kofferraum die Mitnahme von Sack und Pack. Wir als Familie brauchen halt schon viel Platz in einem Auto. Und außerdem taugt es der Kleinen total, wenn wir jedes Mal lautlos wegfahren. Und genau das macht einen Großteil der Faszination rund um das elektrische Autofahren aus. Völlige Stille beim Anrollen. Das Wegbleiben der Motorvibrationen beim Fahren. Damit sorgt Toyota für eine Demokratisierung des elektrischen Autofahrens. Der Toyota Hybridantrieb ist etwas für jeden Autofahrer. Er muss sein Fahrverhalten nicht umstellen, er braucht keine Ladesäulen und das Gute ist, das geht vom kleinen bis zum großen Fahrzeug.